Im Tal der Könige. Das Grab von Pharao Setos I. birgt ein uraltes Rätsel. Ein Forscherteam will der prächtigen Anlage nun endlich das Geheimnis entlocken. Ein Unternehmen mit ungewissem Ausgang, trotz moderner Technik. Akribische Messarbeiten mit Bodenradar und die Auswertung der gesammelten Daten könnten eine der größten Streitfragen der Archäologie lösen. Bauten die Architekten des Pharao eine verborgene Kammer tief unten in der Erde? Und wofür diente sie? Giovanni Battista Belzoni auf der Suche nach Altertümern in Ägypten. Immer wieder lässt er seine Arbeiter schwere Steine und Schutt wegschaffen, getrieben von der Hoffnung auf eine spektakuläre Entdeckung. Am 18. Oktober 1817 ist es soweit. Der Italiener steigt hinab in ein dunkles Felsgrab. Vor seinen Augen eine Sensation. Ein scheinbar endloser Gang, an Decke und Wänden über und über bemalt. Plötzlich steht er vor einem 10 Meter tiefen Schacht. Doch Belzoni lässt sich nicht aufhalten. Mit Holzbalken konstruiert er eine Hilfsbrücke und dringt weiter vor. Beim Anblick der prächtigen Eingangshalle weiß der Forscher, er hat ein einzigartiges Monument gefunden. Den Namen des Pharao aber kann niemand entziffern. Im nächsten Raum gibt ein Loch die Sicht frei auf einen weiteren Korridor. Die Malereien wurden umso schöner und vollkommener, je weiter wir in das Innere der Grabstätte vordrangen, schreibt Belzoni später. In der letzten Kammer schließlich ein Sarkophag aus feinstem Alabaster, aber leer. Schon wenig später eilt der englische Konsul in Kairo, Henry Salt, ins Tal der Könige. In seiner Begleitung prominente Gäste. Stolz führt der Brite die Gesellschaft durch das prunkvolle Grab, so als sei er selbst der Entdecker. Seinen Schützling Belzoni lässt er links liegen. Anfang des 19. Jahrhunderts wird das Land am Nil skrupellos ausgeplündert. Wer schafft die schönsten und größten Objekte nach Europa? Franzosen und Engländer schickten ihre Agenten quer durch Ägypten, ständig auf der Pirsch nach lohnender Beute. Henry Salt verpflichtete den 2-Meter-Mann Belzoni als persönlichen Schatzjäger. Eine glückliche Wahl. Selbst tonnenschwere Steinkolosse über weite Strecken zu transportieren, für den findungsreichen Ingenieur aus Italien kein Problem. Über den Nil, die Hauptverkehrsader im einstigen Reich der Pharaonen, segelten die geraubten Kunstwerke flussabwärts bis in den Hafen von Alexandria. Von dort ging es weiter in die Museen von Paris und London. Im Kreis der Einheimischen kursierten wundersame Geschichten über den 1000 Sasser mit den ungeheuren Körperkräften. Die Araber bewunderten den Hobbyarchäologen, der noch wenige Jahre zuvor als Artist und Kraftprotz sein Geld verdiente. Der ehrgeizige Giovanni Belzoni heuert einen italienischen Zeichner an, um die Darstellungen im neu entdeckten Grab zu kopieren. 800 kleinere und 128 lebensgroße Figuren sowie 2000 Hieroglyphen entstehen als detailgetreue Reproduktion auf dem Papier. Eine ungeheure Strapaze, die 12 Monate dauerte. Im Herbst 1818 legt der Meister höchstpersönlich Hand an, nimmt Wachsabgüsse und vollendet die farbenfrohe Dokumentation. Eine wertvolle Quelle für die Ägyptologen von heute. Bevor der Glücksritter Ägypten den Rücken kehrt, lässt er den gewaltigen Sarkophag aus dem Grab hieven und nach London verschiffen. Bestens erhalten die 700 eingemeißelten Figuren. Von der ursprünglich blauen Bemalung blieb jedoch nichts übrig. Nach wie vor schimmern die dünnen Wände im Kerzenlicht fast durchsichtig. Davon schwärmte schon Belzoni. Als seine Arbeiter das schwere Stück wegschafften, stießen sie unter losen Bodenplatten auf einen merkwürdigen Tunnel.
für die Wissenschaftler bis heute ein mysteriöses Rätsel. Niemand weiß, wohin die dunkle Passage führt. Im Frühjahr 2001 wollen amerikanische und ägyptische Ingenieure gemeinsam mit Archäologen der obersten antiken Verwaltung das Geheimnis lösen. Belzoni drang nur etwa 30 Meter ins Dunkel vor. Für mehr blieb ihm keine Zeit. In London angekommen, schrieb er einen eindrucksvollen Bericht. Eine detaillierte Beschreibung seiner Aktionen und Entdeckungen in Ägypten und Nubien. Das reich bebilderte Werk wird ein Bestseller. Endlich erfährt der lang verkannte Italiener die Beachtung, die er verdient hat. In der Egyptian Hall am Piccadilly Circus organisiert er sogar eine große Ausstellung. Staunend flaniert die Londoner Gesellschaft durch nachgebaute Grabkammern und bewundert die exotischen Objekte. Belzoni leuchtet als neuer Stern am prominenten Himmel. Und ganz Europa liegt im Ägyptenfieber. Doch bald schon zieht es den Rastlosen wieder in die Ferne. In Afrika stirbt er 1823 mit 45 Jahren. Belzoni erfuhr nie, welch bedeutender Pharao das Grabmal einst errichtet hatte. Und das, obwohl seit Napoleons Ägyptenexpedition an der Entzifferung der Hieroglyphen getüftelt wurde. Seine Soldaten fanden den Stein von Rosette, bedeckt mit drei unterschiedlichen Schriften. Mit Hieroglyphen, mit einer Spätform des Altägyptischen und dem leicht verständlichen Griechisch. Ptolemaios, der Name eines Pharao. Er tauchte wieder auf in der einzigen Kartusche im Hieroglyphentext. Dies zumindest folgerten die Forscher. Denn Königsnamen standen ausschließlich in gerahmten Feldern. Ein Zeichen war bereits als P entziffert. Das gleiche hatte auch Belzoni im Grab kopiert. Der englische Gelehrte Young durchforstete daraufhin griechische Listen nach Pharaonennamen, die mit einem P beginnen. Psametich schien geeignet. Die damals bekannten Fakten nämlich passten zu einem Wandbild in der Grabanlage. Es zeigt eine Prozession verschiedener Völker. Libyer, Äthiopier und Nubier. Feinde, gegen die Psametich tatsächlich Krieg geführt hatte. Doch erst 800 Jahre später. Young irrte also. Die fremdartigen Bildzeichen fesselten auch einen jungen Franzosen. Schon mit 13 Jahren behauptete er, ich werde die Hieroglyphen entziffern. Jean-François Champollion. Am 27. September 1822 meldet er in seinem berühmten Brief an Monsieur Dacier erste Erfolge. Der Franzose sah in den Bildern Lautzeichen. Ein radikaler Bruch mit allen bisherigen Entzifferungsversuchen. Mit seiner Leistung öffnete sich das alte Ägypten plötzlich wie ein lang verschlossenes Tor. Jetzt erfuhr die Welt endlich, wer in der Prachtanlage bestattet worden war. Setos I., Pharao aus dem 13. Jahrhundert vor Christus. Ein Herrscher, der in schwierigen Zeiten das Land am Nil regierte. Er festigte das Reich nach außen. Seinem Volk bescherte er Frieden und Wohlstand. Die Menschen hatten ihr Auskommen und mussten weder Krieg noch Hungersnot fürchten. Ägypten war endlich zur Ruhe gekommen. Mehr als 50 Jahre zuvor hatte eine Revolution das Land erschüttert. Aton, die Sonne, von Pharao Echnaton zum einzigen Gott erhoben, galt als alleiniger Schutzherr des Landes. Für die Priester ein Skandal. Mit seiner schönen Gemahlin Nofretete fand Echnaton ein unrühmliches Ende. Ihm folgte ein politisch unbedeutender Pharao. Erst nach der sensationellen Entdeckung seines unversehrten Grabes wurde er zum Superstar der Neuzeit. Der legendäre Kindkönig Tutanchamun. Er war es, der die alten Götter wieder einführte. Schon mit 18 Jahren starb er. Einer der Männer, die bei seinem Begräbnis den Sarg zogen, war General Harremhap. Bald darauf bestieg er den Pharaonenthron. Er brachte den Staatsgott Amun erneut zu Ehren und setzte andere Priester ein.
Der Soldatenkönig stellte mit strengen Gesetzen die alte Ordnung wieder her. Zum Kronprinzen wählte er einen Offizier, der später als Ramses I. die Herrschaft übernahm. Er überlebte nicht einmal das zweite Regierungsjahr. Ihm folgte sein erstgeborener Sohn. Im Leopardenfell eines Priesters vollzieht Sethos I. das Totenritual für seinen Vater. 1291 vor Christus wird er gekrönt. Seine Familie kam vom Nildelta, fernab vom Tal der Könige. Etwa 700 Kilometer flussabwärts, nördlich der ehemaligen Hauptstadt Memphis, lag ihre Heimat. Auf den Ruinen der alten Siedlung Awaris baute Sethos seine Residenz. Was er begann, vollendete sein Sohn, der berühmte Ramses II., der größte Bauherr Ägyptens. Seit Jahrzehnten holen Archäologen die spärlichen Überreste der glanzvollen Vergangenheit ans Tageslicht. Längst sind die prunkvollen Paläste und Villen der einst riesigen Metropole zu Staub zerfallen, die Säulen und Standfiguren verschleppt. Die Menschen in dem fruchtbaren Landstrich verehrten einen mächtigen Gott. Eine suspekte Figur, die nicht überall in Ägypten geschätzt wurde. Nach dem kämpferischen Set, dem Freund feindlicher Völker aus Vorderasien, war Pharao Sethos benannt. Denn seine Familie war von dort eingewandert. Unmittelbar nach der Thronbesteigung zog Sethos in den Krieg. Auf dem Weg nach Nordosten baute er die befestigte Militärstraße im Sinai weiter aus und sicherte sie durch neue Türme und Schutztruppen. In der endlosen Wüste legte er zusätzliche Wasserstellen an, die er bewachen ließ. Quer durch das Sandmeer bis in das entfernte Palästina dringt er vor. Dort schlägt er eine Rebellion der Beduinen nieder, sichert kurz darauf die Seehäfen im Libanon und weist bei Kadesh im heutigen Syrien die Hethiter in die Schranken. Der gewaltige Amun-Tempel von Karnak, unweit vom Tal der Könige, bewahrt ein imposantes Dokument. In die Nordwand des Heiligtums haben Künstler die Ruhmestaten ihres siegreichen Herrschers eingemeißelt. Ein Bilderbuch aus Stein. Ein eindrucksvolles Schlachtenszenario. Im Mittelpunkt Pharao Sethos, der in triumphaler Geste den Feind im Staub zertritt. Ein strahlender Held und geschickter Stratege, der keinen Kampf scheute, um den Frieden im Reich zu sichern. Der sich auch Libyern und Nubiern furchtlos entgegenstellte und sie schließlich unterwarf. Die besten Bildhauer schufen mit sicherer Linienführung und einem ausgeprägten Gefühl für Proportionen das über 1000 Quadratmeter große Relief. Geniale Architekten begannen im Auftrag von Sethos mit gigantischen Bauprogrammen. Den einstigen Glanz des Reiches wiederherzustellen, so lautete sein visionärer Plan. Monumentale Anlagen als Ausdruck imperialer Macht. Zum Ruhm der Götter und zum Ruhm des Pharao. Sethos, Herr der Stärke, König von Ober- und Unterägypten. Unter seiner Regierung erlebte die Kunst einen neuen Höhepunkt. Der Herrscher kümmerte sich persönlich um eine gleichbleibend hohe Qualität der Arbeiten. Nur die Elite der Handwerkerzunft engagierte er für seine Projekte, Land auf, Land ab. Auf dem Westufer des Nil ließ er für sich und seinen Vater Ramses einen Totentempel errichten, ein würdiges Haus für die Ewigkeit. Dort zelebrierten die Priester zum Gedenken Verehrungsriten und Totenkult. In Abydos, 200 Kilometer von Theben entfernt, übertraf der Pharao als Bauherr alle seine Vorgänger. Allein das Hauptgebäude mit der riesigen Säulenhalle misst 157 Meter an Länge und 56 Meter an Breite. Eines der eindrucksvollsten Zeugnisse sakraler Architektur. Der traditionsbewusste Sethos bringt seinem Sohn, dem späteren Ramses II., schon in früher Jugend das Königsgeschäft bei. Er lässt ihn die wechselvolle Vergangenheit des Landes studieren.
Die Kartuschen aller bedeutenden Regenten zieren in chronologischer Reihenfolge eine Wand des Heiligtums. Champollion und andere Forscher haben unermüdlich an ihrer Entzifferung getüftelt. Die berühmte Königsliste von Abydos, entscheidender Schlüssel für die Rekonstruktion der ägyptischen Geschichte. Vom ersten Pharao Menes bis hin zu Setos dem Ersten. Dem Hauptgebäude angegliedert, ein einzigartiges Scheingrab, liefert die Anlage die Lösung für das Rätsel um das Felsgrab im Tal der Könige? Hat der Pharao dort am Ende des Tunnels eine ähnliche Weihestätte errichtet? Oder liegen goldene Schätze tief im Innern der Erde, wie viele glauben? Bis heute können die Wissenschaftler darauf keine Antwort geben. Die Ortung verborgener Kammern im oberen Bereich steht als erstes auf dem Programm. Mit einem kleinen Radargerät werden Wände und Säulen Bahn für Bahn abgescannt. Das Computerbild verrät, was sich hinter den Flächen verbirgt. Gerade Linien bedeuten, dass die Impulse immer im selben Tempo zurückkommen. Das heißt, weder Hohlräume noch Objekte liegen dahinter versteckt. Der amerikanische Ingenieur Dr. Robert Cripps und seine ägyptischen Kollegen nehmen die Kammer für die Grabbeigaben in Angriff. Systematisch soll jeder Raum abgesucht werden, selbst wenn die Experten nicht darauf hoffen können, eingemauerte Schätze zu finden. Schon zu Belzonis Zeiten waren die kostbaren Gegenstände, die sich auf den Steinbänken türmten, spurlos verschwunden, vermutlich bereits im Altertum geraubt. Seit langem spukt in den Köpfen der Forscher eine ganz andere, abenteuerliche Idee. Möglicherweise lässt die Ausgestaltung des Raumes Schlüsse auf das Aussehen der Kammer am Ende des Tunnels zu. Die letzte Ruhestätte von Setos lässt viele Fragen offen. In einem weiteren Raum stellt Dr. Cripps tiefe Risse im Kalkstein fest. Fachleute machen für die Schäden sintflutartige Wassereinbrüche verantwortlich, wie sie nach verheerenden Unwettern üblich sind. Wände und Decke blieben unbemalt. Der einzige Schmuck, ein graffiti-begeisterter Grabbesucher aus dem Jahr 1840. Starb der Pharao, bevor die Innendekoration vollendet war? Kein seltenes Ereignis im alten Ägypten. So bleibt völlig ungeklärt, welchem Zweck das dunkle Verlies diente. Der Raum, der in seiner Schlichtheit so gar nicht zur prächtigen Sarghalle unmittelbar davor passen will. Seit dem Neuen Reich wählten die Herrscher vom Nil das Tal der Könige als Begräbnisstätte. Wie ein Schutzwall umschließen schroffe Felsen den kleinen Kessel. Die ersten Pharaonen bevorzugten Plätze direkt am Fuße der steilen Klippen. Erst später entschieden sie sich für sanft abfallende Hänge. Die Suche nach einem geeigneten Ort dauerte oft Monate. Gleich nach seiner Krönung gab der Regent die aufwendige Konstruktion in Auftrag. Zuerst schlug ein Tross von Steinhauern Gänge, Treppen und Räume grob aus dem Felsen heraus. Der nächste Trupp begradigte und glättete die Flächen. Die Maßangaben des Architekten mussten dabei genau eingehalten werden. Die Arbeiter lebten mit ihren Familien in einer eigenen Siedlung, wenige Kilometer von der Baustelle entfernt. Der Herrscher entlohnte die privilegierte Gemeinschaft großzügig mit Lebensmitteln und Kleidung. Jeden Morgen bei Tagesanbruch rückten zwei Kolonnen von 20 bis 50 Mann aus. Eine Stunde Fußmarsch über einen steilen Höhenweg hatten sie vor sich, bis sie den großen Platz erreichten. 25 Generationen von Handwerkern lebten und starben für den Bau königlicher Ruhestätten im Tal der Könige. In der sogenannten Galerie des Setos-Grabes lassen sich die einzelnen Arbeitsschritte der Schreiber nachvollziehen. Mit großem Geschick dekorierten sie das Innere mit szenischen Darstellungen und Hieroglyphen. Nur den Besten unter ihnen übertrug der Pharao die ehrenvolle Aufgabe. Schreiber waren gebildete Menschen. Die Künstler hatten profunde Kenntnis von der ägyptischen Mythologie. Geschichten aus der Unterwelt gehörten zum gängigen Programm für die Reise in die andere Welt.
Zunächst entstanden Vorzeichnungen in roter Farbe. In einem zweiten Arbeitsgang korrigierte der Meister mit schwarzem Strich. Denn immer wieder misslang eine Hieroglyphe oder verunglückte eine Proportion. Ein besonderes Skizzenbuch zum Studium altägyptischer Techniken. Doch der Raum ist unfertig. Die Umrisse bildeten nur die Vorlage für die nächsten Schritte zur Vollendung. Dann kamen die Bildhauer, um das Relief zu machen. An dieser Stelle sieht man deutlich, wie sie begonnen haben, das erhabene Relief herauszuarbeiten. Für uns sieht das so aus, als hätte der Künstler mittendrin aufgehört. Er ist vielleicht zum Mittagessen gegangen und wollte die Arbeit später fertig machen. Es fehlt nur noch die Farbe. Das sieht man sehr deutlich hinter uns, welch große Bedeutung die Farbe bei einem Relief oder einer Zeichnung einnimmt. Die Palette der Farben war vorgeschrieben. Rot, Weiß, Schwarz aus Pflanzen und Mineralien. Blau aus gemahlenem Lapislazuli. Der Hintergrund in Gelb als Symbol des Lebens wurde zum Schluss aufgetragen. Das Unternehmen Grabbau lief im alten Ägypten wie am Schnürchen. Der Architekt machte seinen Plan. Die Steinhauer fingen an, wenn der Geologe einen geeigneten Platz für das Grab im Berg gefunden hatte. Sie zeichneten Entwürfe und erstellten mehrere Modelle für die Gesamtanlage. Danach wählte sich der König den Ort und den Plan aus, der ihm gefiel. Er kam zur Besichtigung, gab seine Anweisungen und begann für die Innendekoration die Texte und Szenen auszusuchen, die ihn nach seinem Tod begleiten sollten. Sethos war ein tief religiöser Mann. Sein Haus für die Ewigkeit ließ er mit Darstellungen aus allen vier Unterweltsbüchern ausstatten. Er entschied sich also für das volle Programm. Sich selbst setzte er prominent ins Bild, in einem Reigen mit Tut, dem Herrn der Weisheit, dem schakalköpfigen Anubis, Patron der Balsamierer, dem allmächtigen Osiris, Herrscher über die Toten, und Re-Harachte, dem Sonnengott. Eine exklusive Begleitung auf dem Weg ins Jenseits. Auch Isis, die mythische Mutter des Pharao, und ihre Schwester Nephthys weichen in der Stunde des Todes nicht von Sethos Seite. Schließlich übergibt Ptah, der himmlische Schöpfer, dem König von Ägypten das Götterszepter, als Zeichen seiner Gunst, als Symbol für ein gutes und langes Leben. Für die Reise in die andere Welt schließt sich der Verstorbene dem Gefolge des Re an. Im Westen besteigen sie die Barke des Sonnengottes zu der 12-stündigen Fahrt durch die Nacht. Immer wieder stellen sich Schlangen und andere Dämonen dem strahlenden Gestirn in den Weg. Die Passagiere steigen verjüngt im Osten aus, wenn die lauernden Gefahren alle überwunden sind. Der Pharao hat dann endlich sein Ziel erreicht und genießt ewiges Leben. Das Buch von der Himmelskuh überliefert den Streit zwischen Göttern und Menschen. Sie richteten auf der Erde ein Chaos an. Die kosmische Ordnung war bedroht. Zahlreiche Luftgötter eilten herbei und stützten das Firmament. So garantierten sie den täglichen Lauf des Sonnengottes Re und verhinderten den plötzlichen Stillstand der Welt. Die Götter aber zogen sich auf dem Rücken der Kuh in den Himmel zurück. Hoch oben über dem Sarkophag wölbt sich die Decke als nachtblaues Firmament. Nur wenige der Sternbilder konnten die Forscher bisher eindeutig bestimmen. Doch so viel steht fest: Die Tierkreiszeichen und Himmelskörper sollten den Toten bewachen. Der geläuterten Seele des dahingegangenen Pharao wiesen die blitzenden Sterne den direkten Weg in himmlische Gefilde. Doch nur ein perfekt mumifizierter Körper konnte im jenseitigen Reich fortbestehen. So die Vorstellung der alten Ägypter.
Ihre Spezialisten brachten die Kunst der Balsamierung auf höchstes Niveau. Als Pharao Sethos 1279 vor Christus starb, trugen die Priester seine sterbliche Hülle in das luxuriöse Felsgrab. Kostbare Gaben, den Haushalt fürs ewige Leben, stapelten sie in den Seitenkammern. Doch schon im Altertum waren Plünderungen im großen Stil an der Tagesordnung. Trotz strenger Bewachung gelang im Tal der Könige immer wieder der große Coup. Sogar Beamte und Priester deckten den Frevel. Wo die Schätze von Sethos endeten, kann niemand sagen. Einige behaupten sogar, sie liegen noch in der Anlage verborgen. Wertvolle Metalle im Überfluss. Amulette, Armreifen, Ringe. Alles zerstörten die Diebe mit roher Gewalt. Das Gold schmolzen sie ein und verkauften es auf den Märkten. Die Edelsteine brachen die Räuber rücksichtslos aus den Schmuckstücken. Wie viele Kunstgegenstände unwiederbringlich verloren gingen, lässt sich nicht einmal ahnen. In Kurna, einem kleinen Nest auf dem Westufer des Nil, leben noch heute die Nachfahren der legendären Grabräuberfamilien. Ihre Häuser errichtet über Beerdigungsstätten aus der Pharaonenzeit. Und die waren schon immer eine Goldgrube für die einheimischen Clans. Seit vielen Generationen verhökern die Einheimischen ungestört sämtliche Objekte aus ihren ungewöhnlichen Kellerräumen. In den geschichtsträchtigen Gewölben sind Filmteams nicht gern gesehen. Nur mit einer kleinen Videokamera durften die Aufnahmen gedreht werden. Manche Dorfbewohner hausen sogar in den unterirdischen Anlagen, scheinbar völlig ungerührt in enger Nachbarschaft mit dem Tod, inmitten geschändeter Mumien. Viele Jahrzehnte lang ein Meister im Verschieben heißer Ware, Sheikh Ali Abdel Rasul. Doch nie konnte ihm jemand etwas nachweisen, ein schlauer Fuchs. 1875 machte sein Großvater Mohammed im thebanischen Gebirge die Entdeckung seines Lebens. Ein riesiges Sammellager. Vollgestopft mit jahrtausendealten Särgen, Statuetten und kostbarem Geschmeide. 6 Jahre lang hüteten die Rasuls ihr Geheimnis und verkauften nur ab und an einzelne Stücke. Dann flog die Sache auf. Mohammed wurde verhaftet. Die Polizei verdächtigte ihn von Anfang an. Tag für Tag verhörten ihn die Beamten, drohten mit lebenslanger Gefängnisstrafe. Zermürbt verrät er schließlich das Versteck. Ein deutscher Ägyptologe, eigens aus Kairo angereist, inspizierte die unterirdische Schatztruhe. Als er die Kartuschen auf den Särgen entzifferte, stockte ihm der Atem. Die bedeutendsten Gottkönige des alten Ägypten brüderlich versammelt. Darunter Ramses II. Und sein Vater Sethos I. Die Welt bekam ihre Sensation. Getreue Priester hatten vor langer Zeit die Särge dorthin gebracht, um sie vor schändlichen Plünderungen zu schützen. Innerhalb von 48 Stunden ließen die Behörden die sogenannte Cachette räumen. Die großen Herrscher der Vergangenheit traten am 14. Juli 1881 die Reise nilabwärts nach Kairo an. Tausende von Ägyptern säumten die Ufer und gaben den Pharaonen Geleit. Denn wie ein Lauffeuer hatte sich herumgesprochen, welche Fracht das Schiff transportierte. Seither steht die Untersuchung von Königsmumien bei Forschern hoch im Kurs. Vor wenigen Jahrzehnten lösten revolutionäre Methoden althergebrachte Verfahrensweisen ab. Besonders die DNA-Analyse, der genetische Fingerabdruck, bescherte den Experten bahnbrechende Erkenntnisse. Um über Alter, Geschlecht, Krankheit oder verwandtschaftliche Beziehungen eine Aussage treffen zu können, reicht ein einziger intakter Informationsträger aus. Ihn zu finden, darin liegt die Schwierigkeit. Der amerikanische Mikrobiologe Dr. Scott Woodward versucht schon lange, Mumien ihr Geheimnis zu entlocken.
Stirbt ein Mensch oder ein Organismus, zerfällt die DNA rapide. Wenn nicht besondere Verfahren vorgenommen wurden oder außergewöhnliche Umstände zugrunde liegen, wird die DNA zu Staub. Aber die alten Ägypter, ein nahezu einzigartiger Fall in der ganzen Welt, haben das Erbgut durch die Mumifizierung hervorragend konserviert und damit auch gleichzeitig die bemerkenswerte Geschichte des betreffenden Menschen erhalten. Die Analyse an der Setos-Mumie läuft seit einem Jahr. Das erste Ziel der Experten lautet, Erkenntnisse über mögliche Krankheiten des Pharao zu gewinnen. Krebs oder Malaria können in der DNA Spuren hinterlassen, selbst nach 3000 Jahren. Auch wollen sie unbedingt das Y-Chromosom finden, um damit eines Tages die Königslinie mütterlicherseits nachzuweisen. Denn die Forscher vermuten, dass Setos Mutter aus einer älteren, bereits bekannten Dynastie stammt. Bis jetzt haben wir nur sehr wenige Informationsträger, auf die wir uns stützen können. Gemessen an einem Buch mit vielen Seiten kennen wir vielleicht ein Wort oder zwei. Ein lebender Mensch trägt ungefähr 3 Millionen DNA-Moleküle in seinem Körper. Aus den Patienten der Antike jedoch können die Wissenschaftler höchstens 2000 herauslösen. Meistens sehr viel weniger. Viele davon sind häufig beschädigt oder verfälscht. Denn durch Umbettungen, wie sie auch Setos erfahren musste, überlagert fremde DNA nicht selten die körpereigene. Doch vielleicht wird der stumme Zeuge der Vergangenheit den hartnäckigen Biologen bald seine königlichen Geheimnisse preisgeben. Auch die Kollegen anderer Disziplinen hoffen auf das Wunder. Wir kennen seinen Körper seit langem und wir kennen sein Grab. Aber jetzt ist die Zeit gekommen, um unter die Oberfläche zu blicken. Wir wollen versuchen, einige der weniger bekannten Aspekte dieses großen Pharao ans Licht zu bringen. Denn er ist eine der Schlüsselfiguren in der ägyptischen Geschichte, einer der wichtigsten Männer in dieser Kultur. Die Chance, das Leben von Setos in jeder Hinsicht weiter zu erforschen, ist ein großer Segen. Für uns und für jeden, der die Vergangenheit studiert. Dr. Cripps und sein Team führen die Messungen in der Grabanlage unermüdlich weiter. Setos, der einstige Besitzer der prunkvollen Räume, stellt auch die Ingenieure auf eine harte Geduldsprobe. Die Männer verlegen Platten mit einer extrem glatten Beschichtung, um eine ebene Fläche zu erhalten. Nur so bestehen gute Aussichten für die nächste Aktion, den Boden der großen Pfeilerhalle erfolgreich abzuscannen. Ohne dieses zusätzliche Hilfsmittel würden die zahlreichen Unebenheiten und der Staub exakte Ergebnisse verhindern. Die ersten Versuche. Der Amerikaner, ein Pionier in der Radar- und Mikrowellentechnik, hat das hochempfindliche Gerät eigens für die Operation Setos weiterentwickelt. Jetzt soll es zeigen, was es kann, und vorhandene Hohlräume selbst tief in der Erde aufspüren. Das Motto, forschen ohne zu zerstören. Das heißt praktisch, einen Fund auszumachen, ohne dabei den ganzen Boden aufzureißen. Erst wenn die Ingenieure einen sicheren Treffer gelandet haben, kommen die Archäologen auf den Plan. Doch der Computer liefert nicht die erhofften Daten. Die Fachleute sind ratlos. Ständig erhalten sie Fehlermeldungen. Der jahrtausendealte Staub setzt dem modernen Equipment schwer zu. Draußen vor der Anlage, in glühender Hitze, legen Arbeiter eine breite Drainage an, um die Räume vor weiteren Wassereinbrüchen zu schützen. Ab und an schwemmen Winterregen wahre Schuttlawinen von den Klippen zu Tal. Erdreich und Wasser dringen in die Gräber ein und verursachen seit alters her immer wieder schwere Schäden. In seinem Buch beschrieb Belzoni als erster die verheerenden Verwüstungen im Tal der Könige. Auch das Setos-Grab blieb von den Attacken der Natur nicht verschont.
Das Hauptziel unserer Aufräum- und Grabungsaktion rund um die Anlage von Sethos I. ist, den Eingang und die Kammern vor eindringendem Regenwasser zu schützen. Bei unserer Arbeit entdecken wir natürlich äußerst viele Bruchstücke. Wir wissen nicht, was wir sonst noch finden werden. Der Berg rutscht immer noch ab. Wir wissen es einfach nicht. Es ist immer ungewiss, ob etwas Bedeutendes dabei ist. Niemand weiß das im Voraus. Jedes noch so kleine Objekt löst Begeisterung aus und lässt eine uralte Mär wieder aufleben. Der große Schatz des Pharao muss irgendwo in der Nähe versteckt liegen. Davon sind zumindest die Einheimischen fest überzeugt. Der Gast aus Übersee und sein Kollege sollen helfen, den geheimen Platz zu lokalisieren. Und tatsächlich scheinen die Götter den Forschern gewogen. Nach den Enttäuschungen der letzten Tage tut sich endlich etwas. Der obere Bereich, deutlich zu erkennen, ist ohne auffälligen Befund. Einfach ein paar dünne Kalksteinschichten. Aber ab dieser Region lässt sich eine Reihe von Kurven erkennen, die sich überschneiden. Die Spitze jeder Ausbuchtung bedeutet, dass da irgendwas ist. Die Frage ist nur, was? Die Spur führt schätzungsweise 1,5 Meter unter die Stelle, an der ich stehe. Von dort haben wir ein Bündel von Echos erhalten. Ich könnte mir vorstellen, dass sie durch etwas entstehen, vergleichbar mit dem, was über mir zu sehen ist. Teile der Wand und der Decke sind abgefallen. Jetzt sieht man nur die unregelmäßige Struktur des Felsens. Wenn jemand 1,5 Meter über dieser Decke mit Bodenradar messen würde und sich auf diesen Teil zubewegt, käme das Echo schneller, beim Weggehen langsamer. In Daten umgesetzt sind das Kurven, eine nach der anderen. In unserem Fall könnte das einen Wechsel in der Steinstruktur bedeuten oder auch das Dach einer weiteren Kammer. Wenn die Fremdenführer mit Touristen an diese Stelle kamen, stampften sie mit den Füßen auf, um zu zeigen, dass es darunter hohl klingt. Das ist vielleicht unsere Entdeckung. Andererseits sagen einige Experten, dass darunter einmal ein Schacht war, der zugeschüttet wurde, und dass es nur der Widerhall aus einer bekannten Grube ist. Schächte gibt es im Sethos-Grab mehrere. Dahinter ließen die Architekten Wände hochziehen und bemalen. Es sollte der Eindruck entstehen, die Anlage sei an der Stelle zu Ende. Doch die habgierigen Plünderer ließen sich nicht abhalten, hackten die Mauern einfach auf und stießen weiter ins Innere vor. Der Trick funktionierte also nicht. Einer, der die Konstruktion genau studierte, ist Sheikh Ali Abdel Rasul. Ausgerechnet dem König der Diebe erlaubten die Behörden, den Tunnel unter der Sargkammer freizulegen. Im Februar 1961 schickt er auf eigene Kosten 65 Männer in den engen Stollen. Die Zeitungen berichten täglich über den Patriarchen von Kurna und sein riskantes Abenteuer. Monatelang graben sich die Arbeiter bei 60 Grad Celsius durch Steine und Geröll, 130 Meter weit in den Fels. Mit Holzbalken stützen sie die baufällige Passage. Ihr cleverer Chef glaubt fest daran, in der Tiefe den Schatz von Sethos zu finden. Doch dann geht ihm das Geld aus. Er muss aufhören. Das Rätsel im Grab des Pharao konnte der stolze Ali nicht lösen. Solange er lebte, hoffte er auf eine zweite Chance, doch er durfte nie wieder in den Tunnel hinabsteigen. Kurz vor seinem Tod wurden ihm noch einmal späte Ehren zuteil. Eine Boulevardzeitung rühmte ausführlich die Heldentat von Sheikh Rasul. Das Vermächtnis an seinen Sohn klingt fantastisch. Sicher, das hat mir mein Vater bestätigt. Die Schätze sind im Inneren der Grabanlage. Denn bis jetzt kann niemand sagen, wo sie sonst in Ägypten oder anderswo auf der Welt sein könnten. Um die Frage endgültig zu klären, gibt es nur eine Lösung. Wir müssen weiter suchen und das werden wir machen. Solange es Männer wie die Rasuls gibt, bleibt die letzte Ruhestätte von Pharao Sethos ein ständiges Objekt der Begierde. Doch wo in der genial geplanten Anlage könnten Abenteurer fündig werden?
birgt die Megakonstruktion mit einer Gesamtlänge von über 230 Metern tatsächlich Gold und Edelsteine? Oder liegt am Ende des Tunnels ein Scheingrab, wie es Sethos schon einmal in Auftrag gab? Und zwar im Heiligtum von Abydos, der berühmten königlichen Kultanlage. Schon seit jeher verehrten die Menschen dort Osiris, den Herrscher der Unterwelt. An großen Festen pilgerten Tausende zum Tempel, um sich symbolisch mit dem geliebten Gott zu vereinen. So hofften sie, ihre eigene Unsterblichkeit zu sichern. Denn Osiris besaß wundersame Fähigkeiten. Davon berichten die kleinen Szenen an den Wänden. Selbst als Toter mit mumifiziertem Körper zeugte er einen Erben. Seine himmlische Schwester und Gattin Isis, in Gestalt einer Weihe, empfing den göttlichen Samen. Für einen Knaben, der eines Tages Osiris Ermordung durch den grausamen Seth rächen sollte. Sie gebar den falkenköpfigen Horus. Die neue Lichtgestalt war im Land am Nil überaus beliebt. Lange galt der Pharao als irdischer Vertreter des mutigen Helden, so die Legende. Viele Könige wollten sich an dem geweihten Ort bestatten lassen oder wenigstens durch ein Scheingrab präsent sein. Sethos baute ein gewaltiges Osireion. Auf einer künstlichen Insel stand der Sarkophag des Sethos Osiris. Das Eiland umgab ein tiefer Wassergraben. Und an zwei Seiten reichten Treppen hinauf bis zur Plattform. 10 tonnenschwere Pfeiler trugen das ausladende Gewölbe. Als krönenden Abschluss schütteten die Architekten darüber einen Hügel auf und bepflanzten ihn mit Bäumen. Reliefs zeigen die einzelnen Phasen der Verwandlung des Pharao zu Osiris. Anubis reicht ihm Krummstab und Wedel, die Insignien des Totengottes. Von Tod erhält er das Zeichen des Lebens. Der Unterkörper des Pharao ist bereits mumifiziert. Die Transformation nimmt ihren Lauf. Darüber, die rote Farbe und der gerade Bart verraten ihn, weilt Sethos noch unter den Irdischen. Kurios das Doppelbildnis. Sethos als König und Priester zugleich. Mit einem Weihrauchopfer zelebriert er für sich sein eigenes Totenritual. Re-Harachte schließlich vollzieht den letzten Schritt. Der Sonnengott besprengt den Herrscher mit dem heiligen Wasser. Sobald ihn die ersten Tropfen berühren, wandelt er sich zu Osiris. Die typischen Attribute, Götterkrone und gekrümmten Bart trägt der Pharao schon. Sethos ist unsterblich geworden. Der Wassergraben in Abydos symbolisiert den mythischen Strom Nun, auf dem der Pharao die Reise ins Jenseits antritt. Mit der Sonne gleichgesetzt, wird Sethos von nun an jeden Tag neu geboren. Auch der Kammer am Ende des Tunnels in seinem Grab könnte die Idee von einem Osireion zugrunde liegen. Im Tal der Könige jedoch übernimmt steigendes Grundwasser nach einer Nilüberschwemmung die Rolle des heiligen Nun. Dies zumindest glauben einige Forscher. Die Ingenieure gehen die Sache pragmatischer an. Sie wollen das Rätsel nun endlich knacken. Mit dem Bodenradar konnten die Experten bisher nichts ausrichten. Daher steht der Entschluss fest, Dr. Cripps macht einen Erkundungsgang ins Reich der Dunkelheit. In einem Punkt sind sich die Männer einig. Die über 140 Meter lange Passage wurde aus bedeutsamen Gründen tief in den Felsen getrieben. Endlich ist der Moment gekommen. Die eiserne Pforte öffnet sich. Seit der Kampagne der Rasuls durfte kaum einer den mysteriösen Gang betreten. Ein letzter Check-up der spärlichen Ausrüstung. Den Eingangsbereich restaurierte schon Howard Carter, nach 1960 erneut die ägyptische Behörde. Gleich dahinter erwarten Dr. Cripps klaustrophobische Enge, Einsturzgefahr und extreme Hitze. Die massiven Stützbalken und das Flickwerk mit Zement, eine Hinterlassenschaft von Sheikh Ali und seinen Leuten.
Im ersten Teilabschnitt kommt der Amerikaner noch gut voran. Der Neigungswinkel fällt sanft ab. Zeit für eine vorläufige Bestandsaufnahme. Der eigentliche Tunnel beginnt an dieser Stelle. Wie man sehen kann, ist alles voller Schutt. Ich vermute, er wurde vom Ende des Ganges hier hochgeschafft. Der Raum diente einfach als Müllhalde. Steine und Geröll schütteten die Männer damals tonnenweise in die Seitennischen. Noch immer baumelt an der Seite ein Wasserschlauch, der Sheikh Alis Team bei 60 Grad Hitze ein wenig Kühlung verschaffte. Messungen mit dem empfindlichen Radargerät wären in dem Staub und Dreck ein unmögliches Unterfangen. Ein Drittel der Distanz, die Belzoni zurückgelegt hat, haben wir geschafft. Wir haben noch knapp 70 Meter vor uns. Dann müsste laut Plan der erste Knick kommen. Schon dem Italiener versperrten große, von der Decke gestürzte Brocken den Weg. Über die Substanz des Gesteins schreibt der Entdecker: Aus dem kalkhaltigen Felsen war teilweise eine Art Schiefer geworden, der bei der geringsten Berührung sofort zerbröckelte. Der bauliche Zustand der Passage verschlechtert sich zusehends, je tiefer sie steigen. Das ist das einzige Segment, an dem jemand den Schotter bis hin zur Originalwand weggeräumt hat. Hier haben wir eine Breite von 2,75 Meter. Wenn man in dem Tunnel irgendetwas untersuchen will, muss erst einmal der Schutt raus. Ich glaube, der Grund für die Baufälligkeit ist das ganze Zeug hier. Und dann ist Bob in der Tiefe verschwunden. Bob! Was erwartet die Forscher am Ende der Kampagne? Welches Geheimnis gibt Pharao Sethos preis? Einen Jahrtausendfund, der die Suche besessener Glücksritter abrupt beendet? Oder eine bahnbrechende Erkenntnis für die Ägyptologen? Giovanni Belzoni löste das Tunnelfieber aus. Howard Carter scheiterte nach nur 45 Metern. Sheikh Ali Rasul immerhin grub sich bis auf 130 Meter vor. Doch auch er musste seinen Traum begraben. Nass bis auf die Haut schleppt sich Dr. Cripps zum Ausgang. Seine Mission ist noch nicht erfüllt. Er stieß zwar auf einen Raum, doch aus welcher Zeit er stammt, bleibt vorerst unklar. Für diesmal ist das Spiel aus. Doch aufgeben wird der Ingenieur noch lange nicht. Beim nächsten Mal will er versuchen, mit Radar die Kammer von außen zu lokalisieren. So schnell gebe ich mich nicht geschlagen. Wir brauchen mindestens 3 oder vielleicht auch 4 weitere Versuche, bis wir wirklich feststellen können, was am Ende des Tunnels liegt. Bei der nächsten Kampagne haben wir bestimmt besseres Equipment dabei, um mehr herauszufinden. Was auch immer am Ende des Tunnels liegen mag, die letzte Ruhestätte von Sethos dem I. bleibt eine Sensation. Eine Anlage der Superlative. Wenn auch die prächtigen Malereien im Lauf der Jahrtausende gelitten haben, sind sie doch herausragende Dokumente altägyptischer Kunst. Der Schatz des Pharao ist längst gefunden. Denn der größte Schatz ist das Grab selbst. Das einzigartige Vermächtnis eines großen Herrschers an die Nachwelt. Monatelang graben sich die Arbeiter bei 60 Grad Celsius durch Steine und Geröll, 130 Meter weit in den Fels. Mit Holzbalken stützen sie die baufällige Passage. Ihr cleverer Chef glaubt fest daran, in der Tiefe den Schatz von Sethos zu finden. Doch dann geht ihm das Geld aus. Er muss aufhören. Das Rätsel im Grab des Pharao konnte der stolze Ali nicht lösen.
Solange er lebte, hoffte er auf eine zweite Chance, doch er durfte nie wieder in den Tunnel hinabsteigen. Kurz vor seinem Tod wurden ihm noch einmal späte Ehren zuteil. Eine Boulevardzeitung rühmte ausführlich die Heldentat von Sheikh Rasul. Das Vermächtnis an seinen Sohn klingt fantastisch. Sicher, das hat mir mein Vater bestätigt. Die Schätze sind im Inneren der Grabanlage. Denn bis jetzt kann niemand sagen, wo sie sonst in Ägypten oder anderswo auf der Welt sein könnten. Um die Frage endgültig zu klären, gibt es nur eine Lösung. Wir müssen weiter suchen und das werden wir machen. Solange es Männer wie die Rasuls gibt, bleibt die letzte Ruhestätte von Pharao Sethos ein ständiges Objekt der Begierde. Doch wo in der genial geplanten Anlage könnten Abenteurer fündig werden? Birgt die Megakonstruktion mit einer Gesamtlänge von über 230 Metern tatsächlich Gold und Edelsteine? Oder liegt am Ende des Tunnels ein Scheingrab, wie es Sethos schon einmal in Auftrag gab? Und zwar im Heiligtum von Abydos, der berühmten königlichen Kultanlage. Schon seit jeher verehrten die Menschen dort Osiris, den Herrscher der Unterwelt. An großen Festen pilgerten Tausende zum Tempel, um sich symbolisch mit dem geliebten Gott zu vereinen. So hofften sie, ihre eigene Unsterblichkeit zu sichern. Denn Osiris besaß wundersame Fähigkeiten. Davon berichten die kleinen Szenen an den Wänden. Selbst als Toter mit mumifiziertem Körper zeugte er einen Erben. Seine himmlische Schwester und Gattin Isis, in Gestalt einer Weihe, empfing den göttlichen Samen. Für einen Knaben, der eines Tages Osiris' Ermordung durch den grausamen Seth rächen sollte. Sie gebar den falkenköpfigen Horus. Die neue Lichtgestalt war im Land am Nil überaus beliebt. Lange galt der Pharao als irdischer Vertreter des mutigen Helden, so die Legende. Viele Könige wollten sind Flächen verbirgt. Gerade Linien bedeuten, dass die Impulse immer im selben Tempo zurückkommen. Das heißt, weder Hohlräume noch Objekte liegen dahinter versteckt. Der amerikanische Ingenieur Dr. Robert Cripps und seine ägyptischen Kollegen nehmen die Kammer für die Grabbeigaben in Angriff. Systematisch soll jeder Raum abgesucht werden, selbst wenn die Experten nicht darauf hoffen können, eingemauerte Schätze zu finden. Schon zu Belzonis Zeiten waren die kostbaren Gegenstände, die sich auf den Steinbänken türmten, spurlos verschwunden, vermutlich bereits im Altertum geraubt. Seit langem spukt in den Köpfen der Forscher eine ganz andere, abenteuerliche Idee. Möglicherweise lässt die Ausgestaltung des Raumes Schlüsse auf das Aussehen der Kammer am Ende des Tunnels zu. Die letzte Ruhestätte von Sethos lässt viele Fragen offen. In einem weiteren Raum stellt Dr. Cripps tiefe Risse im Kalkstein fest. Fachleute machen für die Schäden sintflutartige Wassereinbrüche verantwortlich, wie sie nach verheerenden Unwettern üblich sind. Wände und Decke blieben unbemalt. Der einzige Schmuck, ein graffiti-begeisterter Grabbesucher aus dem Jahr 1840. Starb der Pharao, bevor die Innendekoration vollendet war? Kein seltenes Ereignis im alten Ägypten. So bleibt völlig ungeklärt, welchem Zweck das dunkle Verlies diente. Der Raum, der in seiner Schlichtheit so gar nicht zur prächtigen Sarghalle unmittelbar davor passen will. Seit dem Neuen Reich wählten die Herrscher vom Nil das Tal der Könige als Begräbnisstätte. Wie ein Schutzwall umschließen schroffe Felsen den kleinen Kessel. Die ersten Pharaonen bevorzugten Plätze direkt am Fuße der steilen Klippen. Erst später entschieden sie sich für sanft abfallende Hänge. Die Suche nach einem geeigneten Ort dauerte oft Monate. Gleich nach seiner Krönung gab der Regent die aufwendige Konstruktion in Auftrag. Zuerst schlug ein Tross von Steinhauern Gänge, Treppen und Räume grob aus dem Felsen heraus.
Der nächste Trupp begradigte und glättete die Flächen. Die Maßangaben des Architekten mussten dabei genau eingehalten werden. Die Arbeiter lebten mit ihren Familien in einer eigenen Siedlung, wenige Kilometer von der Baustelle entfernt. Der Herrscher entlohnte die privilegierte Gemeinschaft großzügig mit Lebensmitteln und Kleidung. Jeden Morgen bei Tagesanbruch rückten zwei Kolonnen von 20 bis 50 Mann aus. Und ganz Europa liegt im Ägyptenfieber. Doch bald schon zieht es den Rastlosen wieder in die Ferne. In Afrika stirbt er 1823 mit 45 Jahren. Belzoni erfuhr nie, welch bedeutender Pharao das Grabmal einst errichtet hatte. Und das, obwohl seit Napoleons Ägypten-Expedition an der Entzifferung der Hieroglyphen getüftelt wurde. Seine Soldaten fanden den Stein von Rosette, bedeckt mit drei unterschiedlichen Schriften, mit Hieroglyphen, mit einer Spätform des Altägyptischen und dem leicht verständlichen Griechischen. Ptolemaios, der Name eines Pharao. Er tauchte wieder auf in der einzigen Kartusche im Hieroglyphentext. Dies zumindest folgerten die Forscher. Denn Königsnamen standen ausschließlich in gerahmten Feldern. Ein Zeichen war bereits als P entziffert. Das gleiche hatte auch Belzoni im Grab kopiert. Der englische Gelehrte Young durchforstete daraufhin griechische Listen nach Pharaonennamen, die mit einem P beginnen. Psametich schien geeignet. Die damals bekannten Fakten nämlich passten zu einem Wandbild in der Grabanlage. Es zeigt eine Prozession verschiedener Völker. Libyer, Äthiopier und Nubier. Feinde, gegen die Psametich tatsächlich Krieg geführt hatte. Doch erst 800 Jahre später. Young irrte also. Die fremdartigen Bildzeichen fesselten auch einen jungen Franzosen. Schon mit 13 Jahren behauptete er, ich werde die Hieroglyphen entziffern. Jean-François Champollion. Am 27. September 1822 meldet er in seinem berühmten Brief an Monsieur Dacier erste Erfolge. Der Franzose sah in den Bildern Lautzeichen. Ein radikaler Bruch mit allen bisherigen Entzifferungsversuchen. Mit seiner Leistung öffnete sich das alte Ägypten plötzlich wie ein lang verschlossenes Tor. Jetzt erfuhr die Welt endlich, wer in der Prachtanlage bestattet worden war. Setos I., Pharao aus dem 13. Jahrhundert vor Christus. Ein Herrscher, der in schwierigen Zeiten das Land am Nil regierte. Er festigte das Reich nach außen. Seinem Volk bescherte er Frieden und Wohlstand. Die Menschen hatten ihr Auskommen und mussten weder Krieg noch Hungersnot fürchten. Ägypten war endlich zur Ruhe gekommen. Mehr als 50 Jahre zuvor hatte eine Revolution das Land erschüttert. Aton, die Sonne, von Pharao Echnaton zum einzigen Gott erhoben, galt als alleiniger noch unter den Irdischen. Kurios das Doppelbildnis, Setos als König und Priester zugleich. Mit einem Weihrauchopfer zelebriert er für sich sein eigenes Totenritual. Re-Herachte schließlich vollzieht den letzten Schritt. Der Sonnengott besprengt den Herrscher mit dem heiligen Wasser. Sobald ihn die ersten Tropfen berühren, wandelt er sich zu Osiris. Die typischen Attribute, Götterkrone und gekrümmten Bart trägt der Pharao schon. Setos ist unsterblich geworden. Der Wassergraben in Abydos symbolisiert den mythischen Strom Nun, auf dem der Pharao die Reise ins Jenseits antritt. Mit der Sonne gleichgesetzt wird Setos von nun an jeden Tag neu geboren. Auch der Kammer am Ende des Tunnels in seinem Grab könnte die Idee von einem Osiraion zugrunde liegen. Im Tal der Könige jedoch übernimmt steigendes Grundwasser nach einer Nilüberschwemmung die Rolle des heiligen Nun. Dies zumindest glauben einige Forscher. Die Ingenieure gehen die Sache pragmatischer an. Sie wollen das Rätsel nun endlich knacken. Mit dem Bodenradar konnten die Experten bisher nichts ausrichten.
Daher steht der Entschluss fest, Dr. Cripps macht einen Erkundungsgang ins Reich der Dunkelheit. In einem Punkt sind sich die Männer einig. Die über 140 Meter lange Passage wurde aus bedeutsamen Gründen tief in den Felsen getrieben. Endlich ist der Moment gekommen. Die eiserne Pforte öffnet sich. Seit der Kampagne der Rasuls durfte kaum einer den mysteriösen Gang betreten. Ein letzter Check-up der spärlichen Ausrüstung. Den Eingangsbereich restaurierte schon Howard Carter, nach 1960 erneut die ägyptische Behörde. Gleich dahinter erwarten Dr. Cripps klaustrophobische Enge, Einsturzgefahr und extreme Hitze. Die massiven Stützbalken und das Flickwerk mit Zement, eine Hinterlassenschaft von Sheikh Ali und seinen Leuten. Im ersten Teilabschnitt kommt der Amerikaner noch gut voran. Der Neigungswinkel fällt sanft ab. Zeit für eine vorläufige Bestandsaufnahme. Der eigentliche Tunnel beginnt an dieser Stelle. Wie man sehen kann, ist alles voller Schutt. Ich vermute, er wurde vom Ende des Ganges hier hochgeschafft. Der Raum diente einfach als Müllhalde. Steine und Geröll schütteten die Männer damals tonnenweise in die Seitennischen. Gut durch die Mumifizierung hervorragend konserviert und damit auch gleichzeitig die bemerkenswerte Geschichte des betreffenden Menschen erhalten. Die Analyse an der Setos-Mumie läuft seit einem Jahr. Das erste Ziel der Experten lautet, Erkenntnisse über mögliche Krankheiten des Pharao zu gewinnen. Krebs oder Malaria können in der DNA Spuren hinterlassen, selbst nach 3000 Jahren. Auch wollen sie unbedingt das Y-Chromosom finden, um damit eines Tages die Königslinie mütterlicherseits nachzuweisen. Denn die Forscher vermuten, dass Setos Mutter aus einer älteren, bereits bekannten Dynastie stammt. Bis jetzt haben wir nur sehr wenige Informationsträger, auf die wir uns stützen können. Gemessen an einem Buch mit vielen Seiten kennen wir vielleicht ein Wort oder zwei. Ein lebender Mensch trägt ungefähr 3 Millionen DNA-Moleküle in seinem Körper. Aus den Patienten der Antike jedoch können die Wissenschaftler höchstens 2000 herauslösen. Meistens sehr viel weniger. Viele davon sind häufig beschädigt oder verfälscht. Denn durch Umbettungen, wie sie auch Setos erfahren musste, überlagert fremde DNA nicht selten die körpereigene. Doch vielleicht wird der stumme Zeuge der Vergangenheit den hartnäckigen Biologen bald seine königlichen Geheimnisse preisgeben. Auch die Kollegen anderer Disziplinen hoffen auf das Wunder. Wir kennen seinen Körper seit langem und wir kennen sein Grab. Aber jetzt ist die Zeit gekommen, um unter die Oberfläche zu blicken. Wir wollen versuchen, einige der weniger bekannten Aspekte dieses großen Pharao ans Licht zu bringen. Denn er ist eine der Schlüsselfiguren in der ägyptischen Geschichte, einer der wichtigsten Männer in dieser Kultur. Die Chance, das Leben von Setos in jeder Hinsicht weiter zu erforschen, ist ein großer Segen. Für uns und für jeden, der die Vergangenheit studiert. Dr. Cripps und sein Team führen die Messungen in der Grabanlage unermüdlich weiter. Setos, der einstige Besitzer der prunkvollen Räume, stellt auch die Ingenieure auf eine harte Geduldsprobe. Die Männer verlegen Platten mit einer extrem glatten Beschichtung, um eine ebene Fläche zu erhalten. Nur so bestehen gute Aussichten für die nächste Aktion, den Boden der großen Pfeilerhalle erfolgreich abzuscannen. Ohne dieses zusätzliche Hilfsmittel würden die zahlreichen Unebenheiten und der Staub den ganzen Boden aufzureißen. Erst wenn die Ingenieure einen sicheren Treffer gelandet haben, kommen die Archäologen auf den Plan. Doch der Computer liefert nicht die erhofften Daten. Die Fachleute sind ratlos. Ständig erhalten sie Fehlermeldungen. Der jahrtausendealte Staub setzt dem modernen Equipment schwer zu.
Draußen vor der Anlage, in glühender Hitze, legen Arbeiter eine breite Drainage an, um die Räume vor weiteren Wassereinbrüchen zu schützen. Ab und an schwemmen Winterregen wahre Schuttlawinen von den Klippen zu Tal. Erdreich und Wasser dringen in die Gräber ein und verursachen seit alters her immer wieder schwere Schäden. In seinem Buch beschrieb Belzoni als erster die verheerenden Verwüstungen im Tal der Könige. Auch das Sethos-Grab blieb von den Attacken der Natur nicht verschont. Das Hauptziel unserer Aufräum- und Grabungsaktion rund um die Anlage von Sethos I. ist, den Eingang und die Kammern vor eindringendem Regenwasser zu schützen. Bei unserer Arbeit entdecken wir natürlich äußerst viele Bruchstücke. Wir wissen nicht, was wir sonst noch finden werden. Der Berg rutscht immer noch ab. Wir wissen es einfach nicht. Es ist immer ungewiss, ob etwas Bedeutendes dabei ist. Niemand weiß das im Voraus. Jedes noch so kleine Objekt löst Begeisterung aus und lässt eine uralte Mär wieder aufleben. Der große Schatz des Pharao muss irgendwo in der Nähe versteckt liegen. Davon sind zumindest die Einheimischen fest überzeugt. Der Gast aus Übersee und sein Kollege sollen helfen, den geheimen Platz zu lokalisieren. Und tatsächlich scheinen die Götter den Forschern gewogen. Nach den Enttäuschungen der letzten Tage tut sich endlich etwas. Der obere Bereich, deutlich zu erkennen, ist ohne auffälligen Befund. Einfach ein paar dünne Kalksteinschichten. Aber ab dieser Region lässt sich eine Reihe von Kurven erkennen, die sich überschneiden. Die Spitze jeder Ausbuchtung bedeutet, dass da irgendwas ist. Die Frage ist nur, was? Die Spur führt schätzungsweise 1,5 Meter unter die Stelle, an der ich stehe. Von dort haben wir ein Bündel von Echos erhalten. Ich könnte mir vorstellen, dass sie durch etwas entstehen, vergleichbar mit dem, was über mir zu sehen ist. Teile der Wand und der Decke sind abgefallen. Jetzt sieht man nur die unregelmäßige Struktur des Felsens. Über den Nil, die Hauptverkehrsader im einstigen Reich der Pharaonen, segelten die geraubten Kunstwerke flussabwärts bis in den Hafen von Alexandria. Von dort ging es weiter in die Museen von Paris und London. Im Kreis der Einheimischen kursierten wundersame Geschichten über den 1000 Sassa mit den ungeheuren Körperkräften. Die Araber bewunderten den Hobbyarchäologen, der noch wenige Jahre zuvor als Artist und Kraftprotz sein Geld verdiente. Der ehrgeizige Giovanni Belzoni heuert einen italienischen Zeichner an, um die Darstellungen im neu entdeckten Grab zu kopieren. 800 kleinere und 128 lebensgroße Figuren sowie 2000 Hieroglyphen entstehen als detailgetreue Reproduktion auf dem Papier. Eine ungeheure Strapaze, die 12 Monate dauerte. Im Herbst 1818 legt der Meister höchstpersönlich Hand an, nimmt Wachsabgüsse und vollendet die farbenfrohe Dokumentation. Eine wertvolle Quelle für die Ägyptologen von heute. Bevor der Glücksritter Ägypten den Rücken kehrt, lässt er den gewaltigen Sarkophag aus dem Grab hieven und nach London verschiffen. Bestens erhalten die 700 eingemeißelten Figuren. Von der ursprünglich blauen Bemalung blieb jedoch nichts übrig. Nach wie vor schimmern die dünnen Wände im Kerzenlicht fast durchsichtig. Davon schwärmte schon Belzoni. Als seine Arbeiter das schwere Stück wegschafften, stießen sie unter losen Bodenplatten auf einen merkwürdigen Tunnel. Für die Wissenschaftler bis heute ein mysteriöses Rätsel. Niemand weiß, wohin die dunkle Passage führt. Im Frühjahr 2001 wollen amerikanische und ägyptische Ingenieure gemeinsam mit Archäologen der obersten antiken Verwaltung das Geheimnis lösen. Belzoni drang nur etwa 30 Meter ins Dunkel vor. Für mehr blieb ihm keine Zeit. In London angekommen, schrieb er einen eindrucksvollen Bericht. Eine detaillierte Beschreibung seiner Aktionen und Entdeckungen in Ägypten und Nubien.
Das reich bebilderte Werk wird ein Bestseller. Endlich erfährt der lang verkannte Italiener die Beachtung, die er verdient hat. In der Egyptian Hall am Piccadilly Circus organisiert er sogar eine große Ausstellung. Staunend flaniert die Londoner Gesellschaft durch nachgebaute Grabkammern und bewundert die exotischen Objekte. Belzoni leuchtet als neuer Stern am prominenten Himmel. Und ganz Europa liegt im Ägyptenfieber. Offenes Tor. Jetzt erfuhr die Welt endlich, wer in der Prachtanlage bestattet worden war. Setos I., Pharao aus dem 13. Jahrhundert vor Christus. Ein Herrscher, der in schwierigen Zeiten das Land am Nil regierte. Er festigte das Reich nach außen. Seinem Volk bescherte er Frieden und Wohlstand. Die Menschen hatten ihr Auskommen und mussten weder Krieg noch Hungersnot fürchten. Ägypten war endlich zur Ruhe gekommen. Mehr als 50 Jahre zuvor hatte eine Revolution das Land erschüttert. Aton, die Sonne, von Pharao Echnaton zum einzigen Gott erhoben, galt als alleiniger Schutzherr des Landes. Für die Priester ein Skandal. Mit seiner schönen Gemahlin Nofretete fand Echnaton ein unrühmliches Ende. Ihm folgte ein politisch unbedeutender Pharao. Erst nach der sensationellen Entdeckung seines unversehrten Grabes wurde er zum Superstar der Neuzeit. Der legendäre Kindkönig Tutanchamun. Er war es, der die alten Götter wieder einführte. Schon mit 18 Jahren starb er. Einer der Männer, die bei seinem Begräbnis den Sarg zogen, war General Harremhap. Bald darauf bestieg er den Pharaonenthron. Er brachte den Staatsgott Amun erneut zu Ehren und setzte andere Priester ein. Der Soldatenkönig stellte mit strengen Gesetzen die alte Ordnung wieder her. Zum Kronprinzen wählte er einen Offizier, der später als Ramses I. die Herrschaft übernahm. Er überlebte nicht einmal das zweite Regierungsjahr. Ihm folgte sein erstgeborener Sohn. Im Leopardenfell eines Priesters vollzieht Setos I. das Totenritual für seinen Vater. 1291 vor Christus wird er gekrönt. Seine Familie kam vom Nildelta, fernab vom Tal der Könige. Etwa 700 Kilometer flussabwärts, nördlich der ehemaligen Hauptstadt Memphis, lag ihre Heimat. Auf den Ruinen der alten Siedlung Awaris baute Setos seine Residenz. Was er begann, vollendete sein Sohn, der berühmte Ramses II., der größte Bauherr Ägyptens. Seit Jahrzehnten holen Archäologen die spärlichen Überreste der glanzvollen Vergangenheit ans Tageslicht. Längst sind die prunkvollen Paläste und Villen der einst riesigen Metropole zu Staub zerfallen, die Säulen und Standfiguren verschleppt. Die Menschen in dem fruchtbaren Landstrich verehrten einen mächtigen Gott. Eine suspekte Figur, die nicht üben und räume, grob aus dem Felsen heraus. Der nächste Trupp begradigte und glättete die Flächen. Die Maßangaben des Architekten mussten dabei genau eingehalten werden. Die Arbeiter lebten mit ihren Familien in einer eigenen Siedlung, wenige Kilometer von der Baustelle entfernt. Der Herrscher entlohnte die privilegierte Gemeinschaft großzügig mit Lebensmitteln und Kleidung. Jeden Morgen bei Tagesanbruch rückten zwei Kolonnen von 20 bis 50 Mann aus. Eine Stunde Fußmarsch über einen steilen Höhenweg hatten sie vor sich, bis sie den großen Platz erreichten. 25 Generationen von Handwerkern lebten und starben für den Bau königlicher Ruhestätten im Tal der Könige. In der sogenannten Galerie des Setos-Grabes lassen sich die einzelnen Arbeitsschritte der Schreiber nachvollziehen. Mit großem Geschick dekorierten sie das Innere mit szenischen Darstellungen und Hieroglyphen. Nur den Besten unter ihnen übertrug der Pharao die ehrenvolle Aufgabe. Schreiber waren gebildete Menschen. Die Künstler hatten profunde Kenntnis von der ägyptischen Mythologie. Geschichten aus der Unterwelt gehörten zum gängigen Programm für die Reise in die andere Welt.
Zunächst entstanden Vorzeichnungen in roter Farbe. In einem zweiten Arbeitsgang korrigierte der Meister mit schwarzem Strich. Denn immer wieder misslang eine Hieroglyphe oder verunglückte eine Proportion. Ein besonderes Skizzenbuch zum Studium altägyptischer Techniken. Doch der Raum ist unfertig. Die Umrisse bildeten nur die Vorlage für die nächsten Schritte zur Vollendung. Dann kamen die Bildhauer, um das Relief zu machen. An dieser Stelle sieht man deutlich, wie sie begonnen haben, das erhabene Relief herauszuarbeiten. Für uns sieht das so aus, als hätte der Künstler mittendrin aufgehört. Er ist vielleicht zum Mittagessen gegangen und wollte die Arbeit später fertig machen. Es fehlt nur noch die Farbe. Das sieht man sehr deutlich hinter uns, welch große Bedeutung die Farbe bei einem Relief oder einer Zeichnung einnimmt. Die Palette der Farben war vorgeschrieben. Rot, Weiß, Schwarz aus Pflanzen und Mineralien. Blau aus gemahlenem Lapislazuli. Der Hintergrund in Gelb als Symbol des Lebens wurde zum Schluss aufgetragen. Das Unternehmen Grabbau lief im alten Ägypten wie am Schnürchen. Im Land am Nil überaus beliebt. Lange galt der Pharao als irdischer Vertreter des mutigen Helden. So die Legende. Viele Könige wollten sich an dem geweihten Ort bestatten lassen oder wenigstens durch ein Scheingrab präsent sein. Sethos baute ein gewaltiges Osireion. Auf einer künstlichen Insel stand der Sarkophag des Sethos Osiris. Das Eiland umgab ein tiefer Wassergraben und an zwei Seiten reichten Treppen hinauf bis zur Plattform. 10 Tonnen schwere Pfeiler trugen das auslabende Gewölbe. Als krönenden Abschluss schütteten die Architekten darüber einen Hügel auf und bepflanzten ihn mit Bäumen. Reliefs zeigen die einzelnen Phasen der Verwandlung des Pharao zu Osiris. Anubis reicht ihm Krummstab und Wedel, die Insignien des Totengottes. Von Tod erhält er das Zeichen des Lebens. Der Unterkörper des Pharao ist bereits mumifiziert. Die Transformation nimmt ihren Lauf. Darüber, die rote Farbe und der gerade Bart verraten ihn, weilt Sethos noch unter den Irdischen. Kurios das Doppelbildnis. Sethos als König und Priester zugleich. Mit einem Weihrauchopfer zelebriert er für sich sein eigenes Totenritual. Re-Herachte schließlich vollzieht den letzten Schritt. Der Sonnengott besprengt den Herrscher mit dem heiligen Wasser. Sobald ihn die ersten Tropfen berühren, wandelt er sich zu Osiris. Die typischen Attribute, Götterkrone und gekrümmten Bart trägt der Pharao schon. Sethos ist unsterblich geworden. Der Wassergraben in Abydos symbolisiert den mythischen Strom Nun, auf dem der Pharao die Reise ins Jenseits antritt. Mit der Sonne gleichgesetzt, wird Sethos von nun an jeden Tag neu geboren. Auch der Kammer am Ende des Tunnels in seinem Grab könnte die Idee von einem Osireion zugrunde liegen. Im Tal der Könige jedoch übernimmt steigendes Grundwasser nach einer Nilüberschwemmung die Rolle des heiligen Nun. Dies zumindest glauben einige Forscher. Die Ingenieure gehen die Sache pragmatischer an. Sie wollen das Rätsel nun endlich knacken. Mit dem Bodenradar konnten die Experten bisher nichts ausrichten. Daher steht der Entschluss fest, Dr. Cripps macht einen Erkundungsgang ins Reich der Dunkelheit. In einem Punkt sind sich die Männer einig. Die über 140 Meter lange Passage wurde aus bedeutsamen Gründen tief in den Felsen getrieben. Doch schon im Altertum waren Plünderungen im großen Stil an der Tagesordnung. Trotz strenger Bewachung gelang im Tal der Könige immer wieder der große Coup. Sogar Beamte und Priester deckten den Frevel. Wo die Schätze von Sethos endeten, kann niemand sagen. Einige behaupten sogar, sie liegen noch in der Anlage verborgen. Wertvolle Metalle im Überfluss.
Amulette, Armreifen, Ringe, alles zerstörten die Diebe mit roher Gewalt. Das Gold schmolzen sie ein und verkauften es auf den Märkten. Die Edelsteine brachen die Räuber rücksichtslos aus den Schmuckstücken. Wie viele Kunstgegenstände unwiederbringlich verloren gingen, lässt sich nicht einmal ahnen. In Kurna, einem kleinen Nest auf dem Westufer des Nil, leben noch heute die Nachfahren der legendären Grabräuberfamilien. Ihre Häuser errichtet über Beerdigungsstätten aus der Pharaonenzeit. Und die waren schon immer eine Goldgrube für die einheimischen Clans. Seit vielen Generationen verhökern die Einheimischen ungestört sämtliche Objekte aus ihren ungewöhnlichen Kellerräumen. In den geschichtsträchtigen Gewölben sind Filmteams nicht gern gesehen. Nur mit einer kleinen Videokamera durften die Aufnahmen gedreht werden. Manche Dorfbewohner hausen sogar in den unterirdischen Anlagen, scheinbar völlig ungerührt in enger Nachbarschaft mit dem Tod, inmitten geschändeter Mumien. Viele Jahrzehnte lang ein Meister im Verschieben heißer Ware, Sheikh Ali Abdel Rasul. Doch nie konnte ihm jemand etwas nachweisen, ein schlauer Fuchs. 1875 machte sein Großvater Mohammed im thebanischen Gebirge die Entdeckung seines Lebens. Ein riesiges Sammellager. Vollgestopft mit jahrtausendealten Särgen, Statuetten und kostbarem Geschmeide. 6 Jahre lang hüteten die Rasuls ihr Geheimnis und verkauften nur ab und an einzelne Stücke. Dann flog die Sache auf. Mohammed wurde verhaftet. Die Polizei verdächtigte ihn von Anfang an. Tag für Tag verhörten ihn die Beamten, drohten mit lebenslanger Gefängnisstrafe. Zermürbt verrät er schließlich das Versteck. Ein deutscher Ägyptologe, eigens aus Kairo angereist, inspizierte die unterirdische Schatztruhe. Als er die Kartuschen auf den Särgen entzifferte, stockte ihm der Atem. Die bedeutendsten Gottkönige des alten Ägypten brüderlich versammelt. Darunter Ramses II. Und sein Vater Setos I. Die Welt bekam ihre Sensation.